Die Zeit mit dem e-tron geht jetzt wirklich zu Ende. Ja, ich habe ihn gerade ausgeräumt. Alle Sachen sind raus. Ja, da würde ich mal sagen, er hat schon gute Dienste getan. Ja, gleich werde ich dann mal Richtung Händler fahren und dann lasst euch überraschen. Hallo, ich bin's wieder, euer der Kimmelmann. Ja, es ist soweit. Bye bye e-tron, hallo ID. Ja. Ja, fühle mich jetzt nicht so ganz so gut. Ja, jetzt bringe ich den Wagen dann zum Händler und werde dann mein ID-Modell entgegennehmen. Da das tut schon ein bisschen weh, muss ich wirklich sagen. Also habe jetzt, wenn ich immer so gucke, insgesamt 664 Stunden aktuell und 8 Minuten im Fahrzeug verbracht. Ja. Bin im Durchschnitt 64 Stundenkilometer gefahren mit dem, also 74, 60 Kilometer pro Stunde gefahren im Durchschnitt mit dem Fahrzeug. Ja, habe einen Langzeitverbrauch von 25,5 Kilowattstunden gehabt, also über die gesamte Fahrtstrecke. Ja, es sind dann so, werden dann wahrscheinlich so knapp 43.000 Kilometer werden. Ja, schon. Ich bin schon ein bisschen traurig, dass ich das Fahrzeug abgeben muss. Hat immer gute Dienste getan und hat mir nicht im Stich gelassen. Ja, da weiß man immer nicht so ganz genau, ist es richtig eigentlich, das Fahrzeug abzugeben. Aber gut, wie schon oft gesagt, aktuell sind es einfach steuerliche Rahmenbedingungen, die es für mich unattraktiv machen, das Fahrzeug halt weiterzufahren. Ja, dann schauen wir mal, wie es wird. Ja, und nun sitzen wir also in einem ID-Modell. Ja, aber ganz ehrlich, es ist kein ID4. Es ist ein ID3. VW stellt mir jetzt ein ID3 zur Verfügung, bis mein ID4 ausgeliefert wird. Ja. Und insofern habe ich jetzt erstmal aus Fairnessgründen auch gegenüber dem Händler quasi gesagt. Bitte in 350 Metern links abbiegen in die Straße. Habe ich jetzt mal gegenüber dem Händler gesagt, der wartet auch auf den e-tron, da kann er ja auch nichts für. VW hat gesagt, sie bringen mir ein Auto, ist ein Braunschweiger Auto, Original VW-Konzern. Ja, und insofern schauen wir mal, wie mir der ID3 so gefällt. Ja, und da steht er nun. Also das ist jetzt das Auto, was mich jetzt in der nächsten Zeit begleiten wird. Ein ID3 Pro, allerdings nicht in der Max-Ausstattung. Naja, ich bin mal gespannt. Ich werde berichten. Ja, nun sitze ich also im ID3. Tja, fahre den jetzt erstmal, ich denke mir mal, so ungefähr 2 Wochen. Ja, was der Hintergrund an der ganzen Sache? Der Hintergrund ist, dass ich, tja, mich ja ein bisschen beschwert habe bei VW und ja, aufgrund der Tatsache, dass jetzt langsam man eigentlich in so eine ja, Verzugssituation seitens VW kommt, hat VW also gesagt, okay, also wir bringen ID3 zu deinem Händler und den kannst du dann benutzen, bis dein ID4 kommt. Also ich finde, das ist jetzt keine so schlechte Lösung. Ja, und deshalb fahre ich jetzt ID3. Kann mich also schon ein bisschen an die neue ID-Welt gewöhnen. Ja, da ist vielleicht mal ganz interessant, wie ist denn, wenn man aus dem e-tron aussteigt, tja, so der erste Eindruck von so einem ID3. Also ich habe ja viel gehört, auch was geschrieben wurde, dass es ja, alles schlecht verarbeitet ist oder sonst was. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich finde, die Verarbeitungsqualität ist halt relativ gut. Die Materialien sind dem Preisniveau meiner Ansicht nach halt, wie auch schon mehrfach gesagt, nicht unbedingt angemessen. Deshalb ist aber nicht schlecht verarbeitet. Ja, die Sitze sehe ich jetzt auch so das erste Mal in Natura. Also die Sitze finde ich ehrlich gesagt auch nicht schön. Ja, was fällt mir auf beim ID3? Wurde ja gesagt, na, steigst jetzt in so ein schwach motorisiertes Fahrzeug und
Ja, also mir ist erstmal aufgefallen, das Fahrzeug, als ich es übernommen habe, war im Sportmodus. Und dieser Sportmodus, der hat fast dazu geführt, dass ich beim Vorwärtsfahren quasi ungerannt in die gegenüberliegende Fahrzeugfront gefahren wäre, weil ja, also wer den e-tron kennt, der fährt ein bisschen phlegmatisch. Ich bin auch noch in Efficiency gefahren. Gut, ich habe sofort hier bei dem ID3 auf Komfort umgeschaltet. Das war mir aber ehrlich gesagt auch noch zu dynamisch. Und seitdem fahre ich, ehrlich gesagt, im Eco. Und das Eco kommt mir relativ entgegen. Ja, was ist noch zu sagen? Also das Display jetzt hier direkt vor dem Fahrer ist natürlich schon ja, so ein bisschen wie Liebling. Ich habe das Display geschrumpft, wenn man vom e-tron kommt. Auf der anderen Seite finde ich die mittleren Bereich dieses Tablets finde ich ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Finde ich jetzt auch nicht, dass er tatsächlich ja super langsam ist oder sich super langsam verhält. Bin da eigentlich derzeit aktuell relativ mit zufrieden. Ja, muss mich da aber ein bisschen dran gewöhnen. Muss auch ganz ehrlich sagen, es ist, ja, wenn man vom e-tron kommt, halt jetzt auch wiederum nicht selbstverständlich, dass man sich damit zurechtfindet. Also da werde ich mir mal noch ein bisschen Zeit nehmen und mich damit auseinandersetzen. Oder ich gucke mir die Videos vom Frank vom Kanal Schräg an und ja, dann hilft das vielleicht alles schon ein bisschen. Wie komme ich mit diesem Touch-Lenkrad zurecht? Ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Also ich fahre jetzt hier derzeit ein Pro Performance, also kein First, noch kein Max. Hat aber eigentlich soweit alles, was man in irgendeiner Form braucht. Ja. Ja, man muss sagen, das Auto ist sehr übersichtlich. Also es ist einfach ein Auto. Ja, diese Armlehnen, weiß ich auch nicht. Also so eine schöne Mittelkonsole habe ich eigentlich beim e-tron schon auch ein bisschen genossen. Ja, ansonsten ist es halt ein ganz normales Auto. Ich muss mal nochmal nachschauen, was denn dieses Auto hier so kostet. Muss da allerdings wirklich zu sagen, er macht auf mich keinen schlechten Eindruck. Das kann man wirklich nicht sagen. Ja, ich werde damit dann mal zu meinen Eltern fahren und dann hat man mal so einen direkten Vergleich, wie denn so die Verbrauchswerte sind auf ungefähr einer ähnlichen Strecke. Aktuell kann ich da zu den Verbrauchswerten ehrlich gesagt noch gar nicht groß was zu sagen, da ich das Fahrzeug einfach dafür jetzt viel zu wenig gefahren habe. Also das Fahrzeug war vollgeladen bis 100%, also schon ganz schön, musste nichts machen, habe ich beim Händler übernommen. Ja, und der Händler wird sich dann melden, wenn dann mein ID4 abgeholt werden kann. Voraussichtlich wird das dann ja, irgendwann am 30. April oder sowas sein. Übrigens fällt einem auf, wenn man immer jetzt ein Auto gefahren ist, wo man vorne sozusagen die Haube gesehen hat, wie beim e-tron. Das ist ein Riesenunterschied. Also hier beim ID4 sieht man halt nach vorne drin sozusagen gar nichts. Ja, und auffallen tut mir, dass ich also sehr, sehr weit rechts auf der Straße fahre, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich zu weit in der Mitte fahre. Aber wenn man das Gefühl hat, dass man in der Mitte fährt, dann ist man eigentlich noch relativ gut auf der Fahrbahn positioniert. Heute Morgen bin ich teilweise einfach, ja, man kann schon fast sagen, zu nah an der rechten Seite gefahren. Ja, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich lasse es euch hier. Ja, und dann teste ich jetzt auch mal, inwiefern denn dieses ID-Modell taugt, um in irgendeiner Form mein Equipment anzubringen. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Ich habe jetzt einfach mal Saugnapf hinter das Display gemacht. Bin mal gespannt, ob das hält. Das, was einem auffällt, ist auch, dieses Fahrzeug hat keine Luftfederung eines Audis. Also es ist schon deutlich bockiger und stößiger, wenn man das mit so einem e-tron vergleicht, der also wie so eine dicke, fette Kuh auf der Straße gelegen hat und mit seiner Luftfederung alles weggebügelt hat, da muss man schon ganz ehrlich sagen, ja, ist schon ein Unterschied. Also, es ist schon ein anderes Fahrzeugkonzept und auch eine andere Fahrzeugklasse, das muss man wirklich sagen.
ja, was man auch sagen muss, ist, ja, ich habe mich immer über das Straßenbahnsurren beim E-Tron ein bisschen beschwert. Also ich meine, ich fahre dieses Auto jetzt noch nicht einen Tag, aber mir geht dieser Fußgänger-Warnsound, den man auch im Innenraum hört, jetzt schon auf die Nerven, weil es hört sich meiner Ansicht nach fürchterlich an. Ich habe auch gar nichts dagegen, dass man sagt, man hat so einen Fußgänger-Sound irgendwie auf Parkplätzen, Innenstädten, wenn man langsam fährt. Aber ehrlich gesagt, ich fahre jetzt hier lustigerweise trotz Corona wieder mit ein bisschen Verkehr. Und da muss man doch ganz ehrlich sagen, ja, warum muss dieser Fußgänger-Sound denn auf der Autobahn an sein? Also das macht für mich jetzt auch wieder fast gar keinen Sinn, ehrlich gesagt. Das Auto ist auf jeden Fall im Innenraum deutlich lauter als ein e-tron. Das muss man ganz einfach sagen. Man merkt sofort, dass die Geräuschdämmung im e-tron, vor allen Dingen in dem Bereich Radkästen, Abrollgeräusche der Reifen. Ich meine, gut, hier sind jetzt wahrscheinlich Winterreifen drauf. Die hören sich für mich auch nicht so an, als wären die besonders leise. Aber es ist definitiv so, das ist schon ein Unterschied. Da erhoffe ich mir, ehrlich gesagt, doch beim ID.4 noch eine deutliche Verbesserung gegenüber diesen Innenraumgeräuschen beim ID.3. Das ist wahrscheinlich für Verbrennerfahrer jammern auf hohem Niveau. Ich komme aber aus halt einem der leisesten Fahrzeuge, steige in den ID.3 und muss schon sagen, ja, das ist ein Unterschied. Also fahren tut er sich, finde ich, zackig. Also da kommt der e-tron nicht mit. Der e-tron ebenso als gemütliche Gummikuh. Zumindest so, wie ich ihn gefahren bin. Also nicht im Sportmodus. Hier würde ich sagen, dass also im Eco-Modus der ID.3 deutlich besser in den unteren Bereichen vorwärts geht, zumindest gefühlt. Liegt vielleicht auch daran, weil man im e-tron immer so ein bisschen das Gefühl hat, von Gott und der Welt abgekoppelt zu sein. Aber er geht schon ganz gut ums Eck. Also da, finde ich, kann man echt nichts gegen sagen. Ja. Ich lasse es einfach nur mal ein bisschen mitlaufen, um mal zu sehen, ob man die Technik, die ich so verwende, ob das von der Stabilisierung her reicht. Weil man, denke ich, sich schon Gedanken machen muss, wo man denn bei so einem Auto, was halt auch nicht an der richtigen Stelle unbedingt die Lüftungsschlitze hat, so sein Equipment und seine Utensilien dann so anbringt, um das vernünftig alles zu verstauen. Was hat der Pro Performance, den ich habe? Er hat keinen Travel Assist, er hat einen adaptiven Tempomaten, er hat Keyless Cam oder so, also macht dann auch ein bisschen Lichtalarm. Ich weiß gar nicht, ob er ein Matrix-Licht hat, kann ich gar nicht sagen. Auffällig ist, wie oft auch schon von vielen so erzählt, also die Klavierlack-Oberflächen, ja, sind jetzt nicht verkratzt, sehen schon noch alle gut aus, aber jede Berührung gibt einen Schmandfleck. Oft kritisiert die Touchbedienung am Lenkrad. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auf Anhieb relativ gut mit zurechtgekommen. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, weil eigentlich drückt man ja gar keine Taste, aber das haptische Feedback ist sogar sehr stark, wenn man so eine Taste drückt. Die Slider-Bedienung jetzt am Display finde ich persönlich jetzt nicht so verkehrt. Also ich habe da jetzt nicht bisher so ein großes Problem mit gehabt, die zu bedienen. Das, was aber mit Sicherheit ein absolutes No-Go ist, und das hat ja der ID.4 auch, das ist halt einfach, dass es überhaupt nicht beleuchtet ist. Also da muss ich schon sagen, weiß ich nicht, was sich da ein Entwickler dabei denkt. Aber gut, Lautstärke kann man halt auch am Lenkrad regeln, dass es wenigstens beleuchtet. Aber warum diese Touch-Tasten am Display nicht beleuchtet sind, erschließt sich mir nicht. Ja, dann die Bedienung von den Außenspiegeln, die ja hier über so ein
Drehrad zwischen links und rechts geschaltet werden und auch wenn man noch weiter dreht, kommt man halt auf die Spiegelbeheizung, wird auch oftmals kritisiert. Was das denn soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach eine ganz normale Bedienung, also wie man das kritisieren kann, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, ausstattungstechnisch auf jeden Fall das gleiche wie beim e-tron. Totwinkelwarner hat er auf jeden Fall auch nicht, das heißt, da muss ich mich wohl nicht umgewöhnen. Ja, so bin ich jetzt 61 Kilometer, seitdem das Auto vollgeladen ist, gefahren. Ja, Durchschnittsgeschwindigkeit 43 km/h, viel Stadtverkehr, viel, wie man hier sieht, Baustelle, Autobahn, also nicht wirklich schnell unterwegs. Ja, Temperatur haben wir 6 Grad, ist jetzt also auch nicht die wärmste Temperatur, das heißt also nicht Wohlfühltemperatur. Ja, aber ich muss schon sagen, hier steht jetzt trotzdem ein Verbrauch von 19,6 Kilowattstunden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin vom Händler den Berg runtergefahren. Dann bin ich ja relativ topf eben nicht besonders schnell nach Köln gefahren, sonst hätte ich ja nun einen höheren Durchschnittsverbrauch. Das Auto stand heute auch tagsüber in der Tiefgarage, da muss ich sagen, also da wäre mein e-tron jetzt vielleicht 2 oder 3 Kilowattstunden höher. Also da denke ich mir, wenn VW denn die Software-Updates dann irgendwann mal wirklich ordentlich ausliefert, glaube ich, gibt es da noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten bezüglich des Verbrauchs des Fahrzeugs. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon die Batterie heizen musste, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, weil er ja im Parkhaus gestanden hat, das Fahrzeug, also in der Tiefgarage. Ich glaube einfach, es ist auch nicht so besonders effizient oder die Heizung braucht viel. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der eine Wärmepumpe hat oder nicht, weil das wäre ja jetzt zumindest so 6, 8 Grad wäre der Temperaturbereich, wo die Wärmepumpe durchaus ihre Vorteile ausspielen müsste. Ja, das gilt zu beobachten. Ich werde euch dann mal mitnehmen, wenn ich zu meinen Eltern fahre. Das mache ich am Sonntag. Und dann habe ich ja so eine Verbrauchsstrecke, die fahre ich eigentlich immer gleich. Ich kann die ungefähr einsortieren, wenn die Temperaturen einen gewissen Bereich haben. Also wenn die so zwischen 6 und 8 Grad liegen, dann bin ich da mit dem e-tron mit 27 Kilowattstunden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit so um die 100 km/h gefahren. Ja, wird sich dann zeigen. Was mir auch aufgefallen ist, so empfinde ich das zumindest in einem, vor allen Dingen wenn man steht und das Auto keinen Ton von sich gibt, was ich persönlich finde ist, also das Lüftergeräusch in diesem Fahrzeug finde ich, ja, man hört es, ne? Das kannte ich halt jetzt so vom e-tron auch nicht, also ich habe den Lüfter hier jetzt schon extra runtergestellt, weil in der Automatikbetrieb macht er mir einfach zu viel Alarm. Ja, und was mir ehrlich gesagt auch sofort auffällt, ist meine Entscheidung, dass ich eben nie wieder ein Auto kaufen würde ohne ein aktives Spurhaltesystem. Zeigt sich hier auch direkt. Man ist das einfach, wenn man so vor sich hin druselt, gar nicht mehr gewöhnt, dass man die ganze Zeit das Auto irgendwie versuchen muss, in der Mitte der Spur zu halten, zumindest die ganze Zeit. Ich meine, wenn er nicht funktioniert, weil irgendwie, keine Ahnung, das Wetter nicht passt oder irgendwas verschmutzt ist oder er nichts mehr erkennen kann, dass man dann selber fahren muss, ist in Ordnung. Aber dass man jetzt die ganze Zeit eigentlich wieder drauf achten muss und nur so einen Spurhalteassistent hat, der vor sich hin piepst oder anfängt zu brummeln, wenn man die Spur verlässt, ja, ist schon was anderes wieder. Ja, und Autos unterscheiden sich auch, also das Rekuperationsvermögen auf dem Bremspedal, ne, wenn man das halt so jetzt vergleicht zum e-tron, merkt man halt deutlich, dass auch das Rekuperationsvermögen des Motors auf dem Bremspedal halt deutlich schwächer ist, als es in dem e-tron ausgeprägt war. Ich meine, das ist natürlich beim e-tron halt auch sehr stark gewesen. So. Aber man kommt super mit zurecht. Also im Stadtverkehr schaltet man dann hier auf diesen B-Modus. Da rekuperiert er zwar auch nicht so stark, aber er rekuperiert halt.
Also, ich finde, man kann sich sehr gut damit dran gewöhnen und ich glaube, dass es für Menschen, die aus dem Verbrennerbereich umsteigen auf ein Elektrofahrzeug, halt gar nicht so der falsche Weg ist. Eben mir persönlich würde jetzt wahrscheinlich so dieses dauernde Nicken mit einer super starken Rekuperation auch nicht so gut gefallen. Also ich habe das beim e-tron eigentlich optimal gefunden, dass man das so mit Pedals einstellen konnte. Das finde ich jetzt hier ein bisschen schade, dass man das nicht noch in mehreren Stufen einfach per Pedals am Lenkrad einstellen kann. Das würde, glaube ich, helfen und ja die Usability einfach noch ein bisschen erhöhen. Hier drauf ist übrigens die 783, das ist also die ME 2.0, ja, also noch nicht OTA-fähig, würde ich mal sagen. Ja, das soll es gewesen sein, das ist mein erster Eindruck. Also ich bin jetzt so mit meiner ersten Fahrt nach Abholung einmal zum Kunden nach Köln und zurück durch. Es ist kein kleines Auto, Innenraum ist sehr groß. Aber es ist auch, würde ich jetzt mal sagen, ja, kein kleines Auto. Also ich finde die Abmessung, okay, von der Länge her, das ist total super. Aber ja, muss ich ein bisschen dran gewöhnen, dass man nach vorne gar nichts mehr sieht. Ne? Also das ist natürlich, wenn man so eine SUV-Haube gewöhnt ist, auch wenn die Leute sagen, braucht man nicht. Aber ich meine, beim Tesla habe ich sie damals auch gesehen. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen angenehmer, wenn man so ungefähr erkennen kann, wo sich das Auto befindet. Insbesondere finde ich es eigentlich angenehm für das Einschätzen, wo befinde ich mich in der Fahrbahn. Das heißt, man kann das normalerweise, also ich kann das zumindest besser abschätzen, wenn es vorne ist. Ja, was kann man sagen? Ich habe mir das Auto reingesetzt, es funktioniert alles. Die Sitzheizung heizt, also aus meiner Sicht. Jeder Mensch kann sich das Auto ausleihen, damit losfahren und ich denke auch ganz, ganz viele Menschen werden mit einem Auto dieser Art, es ist ja ein Kompaktwagen, der ein bisschen knackiger sein soll, echt gut zurechtkommen. Also ich bin bisher nicht negativ überrascht, es flasht mich jetzt auch nicht das Auto. Ich sitze jetzt hier halt seit anderthalb Tagen oder seit einem Tag in dem Auto drin und ehrlich gesagt, die nicht gepolsterten Oberflächen fallen mir jetzt schon gar nicht mehr auf. Das Einzige, was mir ein bisschen auffällt, ist, dass die Oberfläche von meinen Ellenbogen ein bisschen hart ist. Naja, das soll es erstmal gewesen sein. Viele Grüße, euer Deck.